gehen, das ist der Buchstaben. Nee, nee. Blond warst du fast noch ein Kind, aber in Havanna, Havanna sind alle Mädchen so total anders. Braun und wild und willig und dazu noch furchtbar billig. Braun und wild und willig und dazu noch furchtbar, 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 furchtbar. One, two, three, four, billig. Ist toll geworden, Kinder. Toll. Juli 1985. Dreharbeiten an einem Flussufer bei Bremen. Peter Bouvet probt eine Schlüsselszene. Daisy, Daisy. Während Bouvet mit den Schauspielern arbeitet, laufen am Ufer die technischen Vorbereitungen für den Dreh weiter. Beinahe lautlos. Bouvets Arbeitsstil, konzentriert, aber ganz und gar unverkrampft, überträgt sich aufs ganze Team. Sag mal, schaffst du beim Griff nach der Gitarre das erste Daisy schon in Tune, und in Tune zu singen und dann mit der Gitarre rein aufs zweite? Ich weiß, mal versuchen. Probieren wir es. Das wäre das Eleganteste. Daisy, Daisy. Ja, wunderbar. Nochmal bitte. Nochmal. Ja. Ich habe gehört von einem jungen Kaufmann aus Lübeck. Der hat sich schreckliche Sachen herausgenommen bei dir in einem dunklen Chambre séparé. Das war in einem taghellen Eisenbahncoupé. Daisy, Daisy, tell me more about your lovers. You're a clown. Warum nimmst du mich nicht ernst? Um dir keine Angst zu machen, Rotkäppchen. Benedikt Freitag, ein Schauspieler, der perfekt Englisch spricht, spielt den jungen, charmanten, englischen Vetter Percy. Katja Riemann. Ihr gab Bouvet ihre erste Chance im Fernsehen. In Les Mona ist sie die Tochter aus reichem Bremer Handelshause der Jahrhundertwende. Hanseatische Steifheit steckt im Detail. Die Kostüme werden an jedem Morgen mit großer Sorgfalt für die Dreharbeiten vorbereitet. Ich könnte trotzdem umziehen, weil der da gerade gekommen ist. Da können ja in Weste und Hemd darüber marschieren. Sommer in Les Mona wird, wenn nicht alles trügt, die 19-jährige Katja Riemann berühmt machen. Nach Schülertheater und ein paar winzigen Rollen an einer Landesbühne hat Peter Bouvet sie von der Schauspielschule weg engagiert. So allein sind sie ja nicht. Peter Bouvet arbeitet seit 1954 beim Fernsehen als Regisseur. Er ist für viele seiner Fernsehspiele ausgezeichnet worden. Ja, das wird schon besser. Bin zu blöd. Mit Sommer in Les Mona lässt er sich zum ersten Mal auf eine Fernsehserie ein. Ich bin, alles, was ich mache, ist nicht blöd. Das sehen wir nachher erst. Bitte? Das sehen wir ja erst nachher, ob das alles blöd ist. Der Drehort Haus Les Mona, ehemals beschaulicher Landsitz eines Bremer Kaufmanns, ist sehr problematisch. Vor dem Gelände fahren heute Autos, wird gebaut und braust nicht weit entfernt alle 20 Minuten ein Zug vorbei. Ach, Scheiße. Was ist denn das? Eine Kreissäge ist's. Der Bauarbeiter wird mit einigen Flaschen Bier zu einer Pause überredet. Also, Auftritt! Der Onkel zieht sich nach dem Essen meistens hierher in sein Arbeitszimmer zurück. Er meditiert dort auch nicht. Und guckt dich dann um zu ihm und dann geht ihr weiter. Ja, er meditiert dort auch nicht. Wann gucke ich denn zu ihm? Wenn er sagt, zieht sich meistens hierher in sein Arbeitszimmer zurück. Ja, weiter? Er meditiert dort auch nicht. Und weitergehen. Er meditiert. Cognac. Und ich?
Das Haus ist als Drehort gewählt worden, obwohl es ein echtes Haus Les Mona noch gibt, in dem sich die Liebesgeschichte wirklich zugetragen hat. In schönster Idylle, von Vogelgezwitscher umrahmt. Drinnen fand der Filmarchitekt allerdings nichts mehr, das an das einstige Land- und Sommerhaus eines bremischen Kaufmanns erinnerte. Es ist zu einer Galerie umgebaut worden. Und da ist jemand dann, wenn das ankommt, wenn das ausgetragen wird, womit hast du bis dann da? So mietete man die etwas kleinere Villa in der Stadt, deren Interieur den Architekten begeisterte. Es sah alles noch wie vor 90 Jahren aus. So, Kinder, ich möchte jetzt erst was anders drehen. Das war ein Vorgriff auf später. Jetzt kommt, so steht das Ding. Und jetzt wollen wir... Ich habe gesagt, du sollst mich nicht falsch verstehen. Aber wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wenn du hier den lieben Herrn oder den guten Mann landest, verpulvert dein Londoner Schwager mit seinen Rösner Brothers. Deine Erdmillionen! Worum geht es in Les Mona? Im Sommer 1894 begegnet die 17-jährige Marga auf dem Landgut ihres Onkels, ihrem englischen Vetter Percy. Sie verliebt sich. Percy gilt in der steifen hanseatischen Gesellschaft als unsolider Frauenheld. Eine bittersüße Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf. Keine Romanerfindung, sondern überliefert den Briefen des jungen Mädchens an ihre Freundin. Meine liebe, einzige Bertha, verzeih, wenn ich deine Briefe nicht mehr so ordentlich, so Punkt für Punkt beantworte. Die Tage vergehen wie im Flug. Doch deine Sorgen sind wirklich überflüssig. Obwohl ich meinen englischen Vetter schon attraktiv finde. Er ist wunderbar musikalisch und enorm für Sport. Wir reiten, wir rudern, wir singen zusammen und können auch unendlich miteinander reden. Percy nimmt alles sehr komisch. Obwohl er geschäftliche Sorgen hat wegen seines Erbteils, dass ihm sein Schwager nicht rausrückt. Angeblich 1 Million. Übrigens scheint Percy eifersüchtig auf Rudi Redberg, ausgerechnet. Über alle meine anderen Lovers kann er sich nur amüsieren. Verzeihung, aber Martin, ich wollte dich nicht erschrecken. Unter einem Blätterdach des Landguts, an dem sich damals alles zugetragen hat, findet man noch heute den heimlichen Ort, wo sich die Verliebten vor fast 100 Jahren verabredeten. Nizza heißt das Plätzchen in den Briefen, weil man von dort einen überwältigend schönen Ausblick auf den Fluss hatte, in dem sich im Sommer badende Kinder tummelten. Das Panorama heute und das inzwischen hässlich steinige Ufer der Lesum, in der niemand mehr badet, setzte bei den Filmarchitekten eine beinahe schon verzweifelte Suche nach einem intakten Ersatzflüsschen im Bremer Umland in Gang. Für die Passagen. Romantisch sollte es sein, ein Badehäuschen müsste ans Ufer gesetzt und Nizza in der Nähe nachgebaut werden können. Drehort wurde schließlich ein Uferstück an der Aller. Nicht zuletzt wegen der Tide der Lesum. Schwimmst du überhaupt nicht? Nicht so gern. Warum? Mach mir einfach nichts aus dem Baden. Das gibt es doch nicht. Was ist scheu? Ist das hier die Lesung, bitte? Heini! Und wo bitte geht es weiter nach Bremen? Rechts oder links? Noch gut 20 Kilometer, Sir. Aber wer glaubt, dass wenigstens dies Uferbild ein Geschenk heilgebliebener Natur ist, täuscht sich. Auch hier musste die Gärtnerhand gewaltig nachhelfen. Ganz in der Nähe verstärkt eine Batterie von Scheinwerfern auf dem Waldboden die schwachen Himmelstrahlen. Das nachgebaute Nizza. Vor dem eigentlichen Dreh wird viele Male geprobt, in absoluter Konzentration wieder, die der Regisseur auch von allen anderen erwartet. Was ist denn?
ist denn? Wir müssen jetzt über unsere Zukunft sprechen, Daisy. Gut, sprechen wir über unsere Zukunft. Im Ernst. Marga. Oh, Marga. Genau. Diese Million, die ich... Meine Million, die hängt noch hoch in den Wolken. Es kann Jahre dauern. Es wird wahrscheinlich auch noch Jahre dauern, bevor ich sie tatsächlich in der Hand halte. Bis dahin verdiene ich eben nur diese 20 Pfund. Das sind 400 Mark im Monat. Und warum erklärst du mir das alles so genau? Fühlst dich unwohl bei dem Kätzchengeknurre? Ja, das merke ich leider. Was soll ich denn machen? Ja, das ist so ein Grauer. Wir haben ja hochgefunden. Dann halte einen Moment ruhig, halt einen Moment ruhig und lass dich zurückhalten, ja? Ja. Ohne was, guck ihn an, aber halte den Druck aufrecht. Kann ich ihm denn einen Kuss geben, wenn er mich so lange ansieht? Oder ja, löst du kannst er das mal, auf? Nein, löst ich mal, den Blick auf oder du, er? Du kannst machen, was du willst. Das sind aber, dann gucke ich sie dann. Bis dahin verdiene ich eben nur diese 20 Pfund im Monat. Das sind 400 Mark. Warum erklärst du mir das alles so genau? Da ist er ernst. Warum wo? Muss ich dir das wirklich sagen? In so many words? Ich möchte es hören. Ich liebe dich. Ja, Chris. Aber wir haben noch nie über unsere Zukunft gesprochen. Nein, Chris. Ich habe dir auch mal alles genau aufgeschrieben, meine finanziellen Erwartungen. Es sieht alles gar nicht so schlecht aus. Willst du es sehen? Verstehe ich ja sowieso nicht. Immer wenn es dann an die endgültige Aufnahme geht, schickt Peter Beauvais unser Team weg. Er will, dass seine Schauspieler während des Drehens durch nichts zusätzlich abgelenkt werden. Lächeln Sie sie an, das schafft er. Ja. Die Szene muss in ihren Köpfen ganz klar sein. Es dürfen keine Fragen mehr offen sein, wenn wir drehen, sagt Beauvais. Nach im Monat noch einmal küssen. Ja. Hör mal. Ja. Nach im Monat noch einmal küssen. Eines Tages kommt der Drehbuchautor Reinhard Baumgart zu den Dreharbeiten. Katja Riemann ist begierig, mit ihm über ihre Rolle zu reden. Also. Was ist das Ganze? Ein Drehtagebuch? Dieses, ja. Ganz genau. Ich habe nämlich auch Briefe geschrieben, genau wie Matti. Ja. Ich finde es jetzt leider nicht. Schade. Und das sind Einstellungsnummern? Das sind, ja, also ich mache das so, bevor wir eine Szene machen, also wenn wir die gestellt haben und so, dann habe ich ja immer noch eine Pause. Und dass ich dann so, auch so, damit ich konzentriert bleibe, ne? Dann schreibe ich das immer, was ich da erlebe. Eigentlich wie Matti. Auch also als Matti. Reinhard Baumgart hat Katja beim Drehen zugeschaut und war begeistert. Er findet, dass sie genau das Mädchen verkörpert, das er sich beim Schreiben vorgestellt hat. Er ist sicher, dass Peter Beauvais gar keine bessere hätte finden können. Aber mich würde interessieren, ist das wirklich, ich musste mir das ferne Mädchen von 1894 auch irgendwie nah machen, ist das für Sie sehr fern? Nee, überhaupt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Also was mir fern ist, ist die Zeit. Darum habe ich das auch gelesen von der Umgebung, Wolke. Ja. Und das kriege ich jetzt auch irgendwie nicht hin, wenn ich an die Autos höre und so. Ja. Aber so, also erstmal durch mein Kostüm, so mit dem Korsett und so, wo ich merke, ich habe keine Katja-Bewegungen mehr. Ne? Oder wenn, dann kann ich die benutzen. Dann ist das was anderes, wird es sofort was anderes. Ne? Aber... Nee, das eigentlich nicht. Wo ich auch glaube, dass die waren ja nicht anders. Sie hatten ja nicht andere Gefühle als wir jetzt so. Ne? Das ist sondern sie waren halt anders eingepackt. Ja, so. Ja, ne? Die äußeren Umstände waren anders. Nee, das interessiert mich auch, dass wenn man alte Bücher oder alte Vorlagen aus dem 19. Jahrhundert jedenfalls wieder liest, dann erschreckt man immer wieder, wie wenig wir von denen entfernt sind. Ich meine, wir haben Autos, wir haben Flugzeuge, wir leben schneller, wir leben zerstreuter, aber die Gefühle sind so etwas Langsames, die ändern sich nicht. Und ein Mädchen, das in solchen Konflikten steht, verhält sich heute sehr ähnlich, nur die Umgebung sieht anders aus. Und das ist mir so gegangen, das geht Ihnen, wenn ich zusehe, wie Sie das spielen, sicher so. Und das wird hoffentlich den Zuschauern auch so gehen. Ja. Was Sie gesagt haben, mit dieses Mädchen von 1895 sich so ranholen zu müssen, ne?
Da habe ich ganz manchmal in dem Textbuch so das Gefühl, ob sie die Matti so ein bisschen, ich sag das jetzt mal ganz platt, einseitig sehen. So, die ständig strahlt, steht ganz oft drin, beglückt oder sie strahlt Percy ja, an und ja. So. Ne? Solche Begriffe, ja. Wo man so ein lachendes Mädchen sieht, die durch den Wald läuft oder so. Ne? Was soll ich sagen? Ich denke, dass die auch ganz viel andere Seiten hat, wenn sie allein ist oder ja. So. Ne? Ich mein, solche Sachen, wo ich denke, da liegt immer also, um Gottes Willen, sowas so, drunter. So spielen sie auch nicht. Ich meine, das ist kein sonniges nee. Mädchen. Das Einfachste, was man über sie sagen kann, dass sie ein ungeheuer vitales, mächtiges, junges Frauenzimmer ja, ist. Und dass sie dauernd hin und her gerissen ist zwischen Gefühlen. Und das sollen die Texte eigentlich mitteilen. Aber sonnig oder harmonisch oder so war sie natürlich überhaupt nicht. Mhm. Sie war eigentlich zu groß gewachsen für diese kleine, vorsichtige Bremer Gesellschaft. Also, dass sie zum Beispiel dadurch, dass sie so eine gesellschaftliche Schicht waren, ja. Dass die so festgelegt war mit Konventionen, dass man, wenn man da raus war, dann hat man ganz viel, hat man ein Stück von sich verloren. Ja. Ne? Und das ist die Geschichte, dass sie das einmal fast riskiert und versucht hat. Das ist ja die Geschichte, die hier erzählt wird. Genau. Was ist denn Sommer in Lesmona? Kann ich mir nicht so nur vorstellen im Moment. Warum stehen Sie denn hier? Ja, als Statist. Wissen Sie wofür? Keine Ahnung. Obwohl die meisten keine Ahnung hatten von der urbremischen Liebesgeschichte, die Peter Bouvet da verfilmte, standen doch Hunderte von Bremern für eine Statistenrolle Schlange. Darunter viele Arbeitslose, die jetzt in die Kostüme der vergangenen reichen Hanseatengesellschaft schlüpften. Es gibt Leute, die sich offensichtlich auf der Toilette heimlich ihren privaten Lippenstift rausstecken und sich die Lippen schminken und lila und Farben erscheinen, die nicht richtig sind in unserer Zeit. Wenn also nachher die Maske rumgeht und Leute wieder den Mund abwischt, bitte sind's nicht böse. Es gibt ein paar, die das machen. Und wir sehen das und die Kamera sieht es auch. Alle, die in der ersten Einstellung ganz unten waren und nach unten gegangen sind, gehen auch jetzt bitte nach unten, weil die nämlich dann in dieser Einstellung hochkommen. Die Leute, die wir hier vorne eingeteilt hatten, zum Hin- und Herbewegungen machen, die sind bitte draußen. Und für die Treppe rauf und auch für das in den Ballsaal gehen, nehmen wir Leute von unten. Ja. Ich sage in Balsam. Holen Sie mal ein paar Junge rauf, die nach Tanzen aussehen. Also auch, ihr müsst in Balsam. Peter Bouvet und seine Frau Barbara als Regieassistentin organisieren im Schloss Edelsen den Sommerball der Bremer High Society, der für Percy und Marga eine wichtige Rolle spielt. Ja? Aus einem Gewimmel von Statisten muss für die Kamera ein fast zentimetergenauer Szenenablauf entwickelt werden. Stundenlang sieht es so aus, als könnte das nie gelingen. Die Statisten, übrigens jeder einzelne von Peter Bouvet selbst ausgesucht, arbeiten nie alle gleichzeitig, müssen sich aber dauernd in Bereitschaft halten. Keine Fliegensäule unten hängen, weil das drückt Optimismus auf. Ja, aber das ist nicht. Die Fliege da unten hängen. Aber du siehst aus, als ob du dich gerade aufgestellt hast. Bitte! Los! Nächste. Zu viel, halt, halt, halt. Zu viel, halt, halt, halt. Also pass auf. Dann kommt schon eins von innen raus. Bitte nochmal. Los, erstes Paar. Los. Thomas, los! Guten Tag! Ich bin eine lange Karte. Nein? Text und nicht Karte. Also, ich war erste, dritte. Musik! Nicht Arm in Arm! Bitte! Halt! Was ist denn nun los? Nee.
Inzwischen haben sich die Statisten im Saal müde getanzt. In der fertigen Einstellung werden sie nur im Hintergrund zu sehen sein. Stundenlange Arbeit für eine einzige Einstellung, in der Cousin Heini Marga für einen Augenblick im Flur stehen lässt. Sie müssen längst hier. Kann ich dich denn jetzt? Ja, einfach hier irgendwo stehen lassen. Such sie schon. Bis nachher. Gerard Simmers, bitte. Pause für die erschöpften Tänzer. Beauvais arbeitet ohne Unterbrechung mit seinen Schauspielern weiter. Während Benedikt Freitag Percys Pflichttanz mit einer anderen markiert, wird Marga von ihrem zähen Verehrer, einem Kunsthistoriker und Mann von Stand in der Bremer Gesellschaft, der Hof gemacht. Ich bin auch bereit für die nächsten 7 Tänze. Peter Beauvais brachte Sommer in Les Mona als seine letzte Produktion zu Ende. Während der Dreharbeiten zu einem neuen Film starb er im Dezember 86 nach einem Herzinfarkt. Wollen Sie sich 2 davon aussuchen? Eins müssen Sie mir lassen. Ich will es weiter auf dem Herzen tragen. Rechnen Sie nicht, bitte. Da wird ein Walzer rangeschnitten. Der Wiener Walzer. Mir noch nie gesagt in einem Satz. Und daher wollen. Du auch nicht. Aber du weißt es nicht. Du auch. Ich dich auch. Ja. Bekommt Matti ihren romantischen Percy auch wirklich? Oder triumphiert am Ende dieser strenge Herr an der Tür? Sommer in Les Mona erzählt die Geschichte in 6 Folgen.